Ist die Seine sauber? 9 Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Frankreich hat Bürgermeisterin Anne Hidalgo eine Runde im Fluss gedreht, um zu beweisen, dass das Wasser der Seine sauber genug ist, um darin die geplanten Bewerbe abzuhalten. Die 65-jährige Pariser Bürgermeisterin stieg mit Neopren und Schwimmbrille ins trübe Wasser und blieb rund 5 Minuten im Fluss und tauchte vor zahlreichen Zuschauern auch ihr Gesicht unter. Bei der Eröffnungsfeier in knapp 1,5 Wochen werden etwa 100 Boote mit Athletinnen und Athleten die Seine runterfahren, so der Plan. Außerdem sollen die Bewerber im Freiwasserschwimmen und das Schwimmen im Triathlon in der Seine stattfinden. Vor einem Monat war der Fluss von den Behörden noch als Gesundheitsrisiko identifiziert worden. 1,4 Milliarden Euro hat Frankreich bislang investiert, um die Seine sauber zu bekommen. Doch die Werte an Bakterien blieben lange Zeit zu hoch. Die Bürgermeisterin wollte mit ihrem Auftritt am Mittwoch nun beweisen, dass die Seine für Olympia sauber genug sei.